Hast du dich schon mal gefragt, ob du während oder nach einer Zahnimplantation Schmerzen hast? Diese Frage werden wir dir heute beantworten. Mein Name ist Christian Zotzmann, ich bin Spezialist für biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate. Eine der häufigsten gestellten Fragen bei uns in der Beratung ist eben die Frage nach den Schmerzen bei einer Implantation oder nach der Implantation. Das ist natürlich so, bei einer Implantation werdet ihr natürlich betäubt. Also theoretisch habt ihr bei der Implantation überhaupt gar keine Schmerzen. Wenn bei einem solchen Eingriff auch noch ein Zahn gezogen werden muss, der vielleicht stark entzündet ist, kann es durchaus sein, dass man noch ein paar Mal nachspritzen muss, einfach weil stark entzündetes Gebiet immer auch sehr stark durchblutet ist und Betäubungsmittel in diesen Bereichen auch sehr schnell abtransportiert werden. Die Implantation an sich, in einem abgeheilten Kiefer zum Beispiel, ist in der Regel vollkommen schmerzfrei. Da reichen Spritzen von der Menge her, wie ihr vielleicht bei einer kleinen Füllung bekommt. Nach einem Eingriff, sprich nach der Implantation, ist es natürlich so, dass ihr euch auf jeden Fall sehr schonen solltet, dass ihr eurem Körper, eurem Organismus auch die Zeit und die Ruhe geben solltet, gut zu regenerieren, damit ihr natürlich durch keinen erhöhten Stress, das heißt, wenn ihr am nächsten Tag gleich ins Büro rennt, dann habt ihr natürlich Stress, ja, deswegen seid ihr auch immer eine Woche mindestens krankgeschrieben. Wenn ihr eurem Körper aber diese Zeit gebt und diese Ruhe habt, dann habt ihr natürlich auch weniger Leidensweg hinterher. Tendenziell ist es immer wichtig, dass man sich die ersten Tage beim Erholen auch immer entsprechend die Backen kühlt, entsprechend auch Schmerzmittel nimmt. Und das A und O, damit ihr auch weniger Schmerzen habt, vielleicht sogar bis gar keine Schmerzen, ist das, was wir quasi in jedem Video euch empfehlen, nämlich im Vorfeld schon den Nährstoffhaushalt gut auffüllen. Das bedeutet einfach, wenn euer Körper die Baumaterialien hat, um möglichst schnell gut zu regenerieren, habt ihr auch weniger Schmerzen und Schwellungen hinterher. Ihr bekommt bei uns in der Regel ja auch bei den OPs während der OP und am Tag danach eine sogenannte Vitamin C-Infusion, Hochdosis-Vitamin C-Infusion. Da ist allerdings nicht nur Vitamin C drin, da sind auch andere Vitamine und Spurenelemente drin, die sozusagen den oxidativen Stress, der durch so eine OP entsteht, auch senken. Und auch dadurch habt ihr nach der OP weniger Schmerzen oder Schwellungen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Natürlich, wie gesagt, nicht nur das, was wir während der OP machen, sondern auch euer Verhalten nach der OP. Das heißt, gönnt eurem Körper Ruhe, nehmt euch eine Woche lang nach der OP nichts vor, bleibt zu Hause auf der Couch, lest euer Lieblingsbuch und kühlt die Backen und dann habt ihr auch nach der OP in der Regel so gut wie keine Schmerzen. Das ist eigentlich alles schon zu diesem Thema. Wenn du Fragen dazu hast, hinterlass gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wir freuen uns immer über ein Abo. Drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Zotzmann.